Ich komme heute zu einem Tag, das ist der schwärzeste Tag meiner bisherigen Weltreise. Ich weiß nicht, was für Bad Karma ich gestern gesammelt habe, aber was mir heute passiert ist, ist gerade unfassbar für mich. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Und zwar habe ich für euch heute Nacht gepostet, dass ich ja meinen Open Water Driver bestanden habe und dass ich dann los bin zum Advanced Driver. Halt die nächste Stufe. Und da dann heute Morgen hingegangen. Ja, dazu musste ich aber noch eine kleine Vorgeschichte erzählen, denn wir haben gestern noch mit unserer Tauchlehrerin gesprochen und die hat uns halt über die Theorie so ein bisschen erklärt, dass wenn ein Tier uns begegnet oder jemand begegnet, dann hat dieses Tier halt eine bestimmte Bedeutung. Ich dachte, okay, hört sich vielleicht ein bisschen spooky an. Als wir dann zurückgegangen sind, begegnete uns ein Frosch, was heißt, dass es am nächsten Tag regnet. Ich gehe also heute diesen Tag raus und es regnet wirklich. Kann jetzt dummer Zufall sein, aber ja, ich komme später nochmal drauf zurück. Wir sind dann heute aufs Boot gegangen, Wetter total scheiße, stärkster Wellengang überhaupt. Und wir fahren erstmal 45 Minuten zu einem Dive-Platz und der halt mega cool ist, aber sau weit weg und das halt über Wellen. Hinfahrt habe ich gut überstanden, habe den Dive gemacht, wir sind heute auf 30 Meter runter. Alles gar kein Problem, richtig gerne Fische gesehen, Schwärme gesehen, hatten richtig Bock gemacht. Totally amazing. Dann bei dem Aufstieg fing das Desaster an. Wir müssen halt auf ein hohes Boot raus, das heißt Treppe, wir müssen vorher, ich muss den Bleigurt rausmachen, da waren heute anstatt 9, glaube ich, 6 Kilo dran. Und wir müssen die Flossen vorher ausmachen. Wellengang. Ja, schon total schwer. Dann muss ich halt den Gürtel festhalten, den Bleigürtel, und der zieht natürlich nach unten. Und in dem Moment kommen halt Wellen geschossen. Ich hatte halt den Atemregler nicht mehr drin, Maske nicht auf, weil man ist ja raus aufs Boot. In dem Moment hieß das aber Salzwasser schlucken ohne Ende. Ich das dann irgendwann mal geschafft, alles abzugeben, raus, mit Hilfe vom Captain und so weiter. Ja, wir fahren los und mir geht's und rapide schlechter und ich dachte, boah, ich kotze gleich über diese Reling. Gehe schon hinten aufs Boot, weil das tiefste Punkt ist halt eigentlich ganz gut. Keine 10 Minuten später, wer hängt kotzend über die Reling? Badam. Das nicht nur einmal, sondern zweimal. So ein Scheiß. Nie seekrank, aber halt Salzwasser ohne Ende, so auf leerem Magen ist halt nicht geil. Gott sei Dank vorher nichts gegessen, weil ansonsten wäre das Nutella-Brötchen noch mit rausgekommen. Das wäre noch ungeiler gewesen. Richtig nett bei der Aktion, halt ein Mitarbeiter auf dem Schiff kam halt sofort und hat Rücken gestreichelt, Kopf gestreichelt dabei, hat mir immer Wasser über den Kopf gegossen und das Gesicht sauber. Ich konnte gar nichts machen, so schnell wie der war. Und der hat auf jeden Fall nachher Trinkgeld von mir bekommen, weil das war so, oh mein Gott, voll heartbreaking. Ja, dann habe ich gedacht so, scheiße, und mir ging es immer noch nicht gut nach der Kotzerei. Und es stand ja noch der zweite Dive an und das war heute Wrecked Diving. Also die haben hier vor Kotau ein Wreck versenkt. 2011, glaube ich, was man halt betauchen kann. Ja, mir ging es aber ich habe Wasser getrunken, klar, aber vom Stoffwechsel und so weiter ging es mir halt so rapide schlechter, dass ich nicht mit gutem Gewissen sagen konnte, ich kann auf jeden Fall tauchen. Und das ist für mich ein Punkt, wenn ich da so reingehen sollte und dann schon von wegen, oh Gott, vielleicht muss ich nachher in den Regulator kotzen, was man kann. Man kann da reinkotzen und draufdrücken und der spült das raus, aber ich glaube, in dem Moment hätte ich so eine Panik und das dann irgendwie auf 27 Metern Dekompression, dann bist du vorbei. Und da habe ich gesagt, so mit Tauchlehrerin auch zusammen entschieden, dass ich den zweiten Dive halt nicht mache. Und ja, das war... Jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich nicht gleich anfange zu heulen. Das war halt schon scheiße, weil ich hätte es halt unwahrscheinlich gerne gemacht. Und ja, shit happens. Hier ist halt für mich flach hinlegen auf dem Boot, Handtuch drüber
und halt komplett irgendwie, ich bin auch sofort weggeknackt. Die sind vom Boot runter, ich hatte ja noch den Buddy dabei, der ist dann halt mit meiner Tauchlehrerin, mit unserer Tauchlehrerin zusammen runter und hatten aber dann auch nicht so eine gute Sicht, und, aber die haben halt einen Barracuda gesehen, richtig geil. Und ich fand es halt einfach schade, das nicht beenden zu können, weil ich hätte das halt einfach gerne nach Termin so fertig gemacht. Und ja, sofort weggeknackt auf dem Schiff. Und das Schlimmste war aber währenddessen, dass halt der Wellengang noch krasser war, wenn das Schiff halt in der Lage ist, anstatt wenn es halt fährt. Ja, ich habe dann weiter gepennt. Die beiden waren total lieb und haben meine Tauchsachen abgebaut und so weiter. Und da war ich auch richtig glücklich drüber, weil ich konnte halt gar nichts mehr. Dann sind wir im Hafen, da ging es halt wirklich schon besser. Und habe dann, ja, musste halt nur noch meine Sachen waschen und so weiter, konnte ein bisschen Wasser trinken, das war halt schon richtig gut so. Ich dachte so, boah, Gott sei Dank, Salzwasser raus, Wasser nachkommen, geil. Kann es auf jeden Fall heute doch noch ein bisschen was starten, so. Ja, dann wollten wir zum Mittagessen gehen, direkt nebenan. Ein paar haben das bestimmt gesehen, ich habe auf Instagram gestern nochmal ein Foto gepostet von unserem Restaurant, wo wir halt auch immer essen nach dem Dive. Und wir gehen halt auf der Terrasse zum Tisch und auf einmal knacke ich mit meinem linken Bein durch eine Terrassenpaneele. So, vor den ganzen Leuten. Ich knall voll durch mit dem linken Bein und denkst du, also erstmal so, what the fuck, was ist das denn? Und ja, komm halt Gott sei Dank gleich raus, auch geguckt so, Verletzung halt Schramm, blauer Fleck natürlich, aber erstmal jetzt nichts Krasses. Und ich bin dann halt da raus und man hat, also wir haben das Holz auch angeguckt, das war halt komplett verschimmelt von unten, komplett nass und feucht und dann, ja, aber trotzdem, ne, Marshmallow läuft über die Paneele und bam, es bricht auch noch ein. In dem Moment war das einfach zu viel für mich, weil ich dachte so, sag mal, was ist heute los? Und ja, krieg voll den Zusammenbruch erst, was heißt voll den Zusammenbruch, aber ich musste lachen und heulen gleichzeitig. Weil einerseits war das schon wieder zu komisch, andererseits war das so, was passiert heute hier bitte mit mir? Was habe ich getan? Und das ist so, oh mein Gott, das ist der Tag, wo man am besten einfach hätte im Bett bleiben sollen, weil schwärzester Tag aller Zeiten erstmal. Ja, nachdem ich mich dann wieder beruhigt habe, habe ich auf jeden Fall was getrunken und auch mit Taulehrer nochmal gequatscht, so dass wir halt am Samstag den Dive nachholen, beziehungsweise vielleicht was anderes machen. Ich hätte halt gerne so einen Nachtdive gemacht, aber das machen die vom Tauchcenter halt eher nicht so häufig. Oder halt Search and Recovery oder sowas, aber es ist halt eher ein bisschen langweiliger und navigieren ist ja auch noch nicht so meins. Das machen wir morgen. Ich muss halt morgen navigieren und tarieren und ja. Oder halt mit dem Boot nochmal raus. Das hieß aber für mich auch auf jeden Fall, ich mache nochmal eine Nacht dran. Weil wenn ich Samstag erst mache, brauche ich Samstag Nacht oder so nicht hier von der Insel. Weil wer weiß, was mir da noch alles passiert. Nach diesen ganzen Tauchgängen sehen meine Arme und Beine so aus, als wenn ich irgendwie entweder mit dem Motorroller über die Straße geschleift worden bin oder ich irgendwie verprügelt worden bin. Weil ja, ich einfach überall blaue Flecken entwickel und ich weiß, ich kann das mal hier zeigen, das ist so ein Teil und das geht dann halt komplett weiter. Ich guck mal, ob ich das. Also es tut zwar nicht weh, aber es sieht halt extrem scheiße aus. Wenn ich keiner kenne, dann denkt ihr ja so, was ist denn da passiert? Krass auch, wie schnell sich das hier auf der Insel irgendwie rumspricht, weil die Leute dann auch zu dir kommen und dich ansprechen, sagen, es ist alles okay, warst du seekrank und geht jetzt wieder und musst du erstmal jedem diese Sachen erklären und echt, ich bin nur noch reif fürs Bett und ich werde auch heute irgendwie keinen Fuß mehr vor die Tür setzen und ich glaube, werde ich einfach nochmal eine Runde in mein Kissen heulen, weil der Tag war einfach scheiße, muss man mal ganz sagen. So, das Kotzen war schon fast wert für den ersten Dive heute, weil es richtig geil war. Aber danach ging es echt so down under. Passiert aber auf anderen Reisen, passiert auch im normalen Leben, aber es ist halt so, oh,
ehrlich jetzt, muss das sein? Naja, auf jeden Fall, ich lasse mich nicht unterkriegen, aber zurück zu der Tiergeschichte. Weil nachdem ich nämlich durch diese Paneele durchgebrochen bin, haben wir uns dann hingesetzt und keine 5 Minuten später schmeißt uns ein Vogel, ein Gecko, auf den Tisch, der den Schwanz abgeworfen hat, weil der Schwanz nämlich noch beim Vogel im Maul drin ist. Und der Gecko läuft direkt, fällt bei mir hin und läuft direkt an mir vorbei in die Paneele runter. Und dann meinte meine Tochter in dem Moment halt, du, das habe ich dir auch gestern gesagt, was heißt Gecko? Und ich so, hä, ja, es passiert immer scheiße, aber danach wird es wieder besser. So, eben. Und ich so, es ist krass, das war auch richtig beängstigend. Ich habe in dem Moment richtig Gänsehaut bekommen, weil ich dachte so, what the fuck. Ich bin mal gespannt, ob mir heute noch was passiert. Ich glaube, ich traue mich vielleicht heute Abend nochmal raus, weil ich muss ja auch gucken, ob das stimmt oder nicht stimmt mit den Tieren. Aber es war auf jeden Fall sehr spooky in dem Moment und richtig krass. Und ja, vielleicht ist halt doch was dran. Also, dann würde ich sagen, ich mache weiter, ich berichte und dann sehen wir uns bestimmt die Tage. Bis dann, ciao.